Moskau. Weltbekannt und doch voller Geheimnisse. Im Untergrund verborgene Welten aus längst vergangenen Zeiten. Schauplätze von historischen Ereignissen und tödlichen Bedrohungen. Ein Staat taucht ab, um sich zu schützen. Und um seine wahre Stärke zu verschleiern. Wer in die verbotene Welt eindringt, wird erbarmungslos verfolgt. Eine Stadt, die ihre Unterwelt bis heute nicht preisgeben will. Die Legenden darüber haben die Zeitenwende überdauert. Moskau, Hauptstadt der Russischen Föderation. Das ehemals kommunistische Machtzentrum ist zur glitzernden Metropole geworden. Unter der modernen, sichtbaren Stadt verbirgt sich ein verzweigtes Labyrinth von rätselhaften Bauwerken. Einige sind für jedermann zugänglich, viele jedoch abgeschottet und deshalb Anlass zu lebhafter Spekulation. Existiert eine geheime Metropole unterhalb der Hauptstadt? Junge Abenteurer wollen entdecken, was dort unten verborgen ist. Sie nennen sich Digger. Manche sind weit in die Unterwelt vorgedrungen. Ihre Aktionen sind illegal und gefährlich. Deshalb wollen sie auch nicht erkannt werden. Der tiefste Bunker ist wahrscheinlich einer der Hauptbunker in Moskau. Er geht weit runter, doppelt so tief wie die Metro. Das sind 140 Meter etwa. Als normaler Einwohner sieht man nur etwa 10% von all dem. Der Moskauer Untergrund ist vollkommen durchlöchert. Alles aufgegraben. Alles beherrschend und öffentlich zugänglich. Die Metro. Sie zieht sich wie ein Nervensystem durch die Stadt. 12 Linien verkehren auf einem Schienennetz über 340 Kilometer Länge und bedienen dabei 206 Bahnhöfe. Die Metro ist Hauptverkehrsmittel im Ballungsgebiet Moskau. Um die jährlich 2,4 Milliarden Passagiere durch die Stadt zu befördern, fahren die Züge in der Hauptverkehrszeit im 90-Sekunden-Takt. Die Metro steckt voller Mythen. So soll das Berühren der bronzenen Hundeschnauze Glück bringen. Auch Alexander Popow glaubt daran. Schon als Schüler beginnt Popow zu fotografieren. Später spezialisiert er sich auf verlassene Fabriken und unterirdische Konstruktionen in Moskau. Heute betreibt er im Auftrag der Verkehrsgesellschaft einen Blog zur Geschichte der Metro. Alle Bahnsteige sind 155 Meter lang. Das war beim Bau eigentlich viel zu groß, aber man dachte damals schon an die Zukunft. Als in den 1990er Jahren die großen Vorstädte eingemeindet wurden, wuchs das Transportaufkommen. Aber die Metro konnte das alles bewältigen, weil genau diese Reserve vor 70 Jahren mitgeplant wurde. Popows Faszination für die Metro treibt ihn jahrelang als Digger illegal in den Moskauer Untergrund. Dann werden die Kontrollen schärfer, Freunde werden verhaftet. Popow wechselt die Seiten. Heute machen andere Digger die Entdeckungen. Mit erheblichem Risiko. Das ist alles sehr interessant. Es gibt da zum Beispiel Wirtschaftstunnel, in denen normale Züge, aber keine normalen Passagiere fahren.
Ebenfalls gibt es die tiefen unterirdischen Flüsse. Und dann auch die Bunker, die man während des Bürgerkriegs mit der U-Bahn verbunden hat. Und in diesen Bunkern findet dann ein Versteckspiel mit der Security statt. Und wenn du einen Fehler machst und sie dich erwischen, drohen dir unglaublich harte Strafen. Die Metropole ist nicht immer Hauptstadt gewesen. 200 Jahre lang sitzt die Regierung Russlands nicht in Moskau. 1917 wird der Zar gestürzt. 1922 rufen Lenin und seine Bolschewiki einen sozialistischen Staat aus und machen Moskau zum Sitz der Zentralregierung der Sowjetunion. Die will das Land rasch industrialisieren. Die Wirtschaft soll staatlich gelenkt, deren Ziele 5-Jahresplänen unterworfen werden. Großbauern werden enteignet, einfache Bauern müssen hohe Abgaben leisten. Ihre Ernteerträge werden im Ausland gegen Industrieanlagen eingetauscht. Die hungernden Menschen strömen in die neue Hauptstadt. 1930 hat Moskau bereits 3 Millionen Einwohner. Straßenbahnen allein reichen nicht mehr, um die Massen zu befördern. Der Bau einer Untergrundbahn, der Metro, wird beschlossen. Die Moskauer Metro ist vor allem aus 2 Gründen interessant. Zum einen, weil sie so ein bemerkenswertes Bauwerk ist mit einer ungewöhnlichen Architektur. Und der andere Punkt ist, die Metro ist ein Fallbeispiel für eine Großbaustelle in der Sowjetunion der 30er Jahre, in der Zeit des Aufbaus der ersten 5-Jahrespläne. Man kann daran schön zeigen, wie schwierig es eigentlich dem Regime fällt, diese Baustelle und die Menschen in den Griff zu bekommen. Das Volk in einer klassenlosen Gesellschaft zu vereinen, ist das wichtigste Ziel des jungen Staates. Diesen Weg muss die Einheitspartei organisieren. An ihrer Spitze Diktator Josef Vissarionowitsch Dschugaschwili, genannt Stalin. Stalin will auch Moskau radikal erneuern. Er zerstört Traditionelles, lässt religiöse Symbole beseitigen. Die Stadt wird eine atheistische Metropole. Das neue Machtzentrum soll auch mit einer ganz besonderen Untergrundbahn ausgestattet sein. Der Metrobau ist für die Propaganda der 30er Jahre ganz zentral. Stichwort: Wir bauen die schönste und beste Untergrundbahn der Welt. Also nicht irgendeine, sondern gleich die schönste und beste. Billige Arbeiter sind massenhaft vorhanden. Die Landreform hat ungelernte Kräfte zuhauf in die Stadt getrieben. Ihre Kirchen sind gesprengt. Den Helden der Arbeiterklasse werden neue Tempel des Sozialismus geboten. Der junge Sowjetstaat musste der Welt beweisen, dass er mehr leisten konnte, als ein neues politisches System zu verteidigen, nämlich etwas aufbauen. Und die Metro spielte in diesem Fall eine besondere Rolle. Man wollte beweisen, dass man auch ohne ausländische Hilfe etwas schaffen konnte. Die Bahnhöfe der ersten Bauphase sahen aus wie unterirdische Paläste. So etwas hatte der normale Sowjetbürger noch nie irgendwo anders gesehen. Die erste U-Bahn-Linie soll die Fernbahnhöfe, den Kreml und die Lenin-Bibliothek verbinden. Bis zu 80.000 Arbeiter beginnen 1931 für kleinen Lohn mit einfachsten Werkzeugen. Die Propagandamedien stürzen sich auf sie. Die Zeitungen berichten, ihnen werden Gedichte und Bücher gewidmet. Der Schriftsteller Bertolt Brecht schwärmt nach einem Moskau-Besuch von jungen Männern und Mädchen, die lachend und lehmverschmiert aus den Stollen klettern. Mitglieder der kommunistischen Jugendorganisation Komsomolsk werden gezielt angeworben. Die Propaganda macht aus ihnen Helden. Jung, optimistisch, immer lächelnd. Zu Lebzeiten bereits eine Legende. Diese Vorstellung, die ist nicht falsch, aber sie ist kein gültiges Gesamtbild. Es gibt einen harten Kern von jungen Kommunisten, die tatsächlich in dieser Motivation an die Sache herangehen. Aber es gibt eine sehr viel größere Zahl von Arbeitern, die überhaupt nicht in diesen Kategorien denken, sondern die aus den Dörfern
in die Stadt kommen, auf die Baustellen kommen und einfach nur überleben wollen. Die Tunnel der ersten Linie werden von oben 10 Meter tief in die Straße eingegraben. Das ist billig und mit einfachsten Mitteln zu bewerkstelligen, begrenzt aber die Linienführung auf die Straßen. Die Moskauer Bauherren wollen aber tiefer. Sie wollen Häuser untergraben, den Fluss Moskwa untertunneln. Schon während der ersten Bauphase beginnt die Suche nach alternativen Verfahren. 1935 ist die erste Moskauer Metrolinie endlich fertig. Bis sie problemlos in Betrieb genommen werden kann, hat sie mehr als das Zehnfache an Kosten verschlungen und ist zum Lieblingsobjekt Stalins geworden. Am 15. Mai eröffnet sie der Diktator persönlich. Begeistert wird sie angenommen. Die 11 Kilometer lange Linie befördert bereits am ersten Tag 177.000 Fahrgäste. Die meisten Bahnhöfe liegen jetzt noch dicht unter dem Straßenniveau. Das ändert sich. Heute erkennt man an den schier endlos langen Rolltreppen, dass die Bauweise bei fast allen anderen Linien weiterentwickelt wurde. Die sowjetischen Ingenieure orientieren sich, nach Besuchen in den U-Bahn-Städten Berlin und Paris, schließlich am U-Bahn-Bau von London. So wird eine Doppelnutzung möglich. Die Londoner Bauweise hat den Vorteil, dass die Schächte sehr tief liegen und daher die Schächte sich eignen als Luftschutzbunker. Das spielt schon relativ früh eine Rolle bei den Entscheidungen, nämlich 1932, als man die Wahl hat zwischen den drei Bauweisen. Und eines der Argumente, die damals ins Treffen gebracht werden, ist genau dieses. Das neue Verfahren ist technisch aber viel aufwendiger. Die sowjetischen Ingenieure zerlegen einen in London geliehenen Tunnelbohrer und bauen ihn gleich mehrfach nach. Denn im Untergrund der Stadt und ihrer Umgebung soll noch viel mehr entstehen als eine U-Bahn. Die Pläne sind geheim. Die Umsetzung wird durch den Metrobau getarnt. Außerhalb der Stadt ist die Geheimhaltung schwieriger. Ein Vorwand muss her. Den liefern die Olympischen Spiele 1936 in Berlin mit ihrer wegweisenden Infrastruktur. Stalin ist tief beeindruckt. In der Sowjetunion sollen ebenfalls große Sportstätten gebaut werden. Auch 17 Kilometer östlich des Kreml beim Dorf Ismailowo entsteht eine prächtige Sportarena. Den eigentlichen Grund für den Stadionbau kennt man heute. Er liegt verborgen unter den Tribünen. Die Bauarbeiten kaschieren perfekt, dass hier ein geheimer Rettungsweg und ein Schutzbunker entstehen. Eine exklusive Zuflucht für den Machthaber, heute ein Museum. Stalin-Kenner Wladimir Lukin kennt den Schleichweg des Diktators durch die Unterwelt. 17 Kilometer sind das, bis zur Innenstadt. Also für ein Auto? Ja, das ist nur für ein Auto. Konzipiert, um nur mit einem Auto in eine Richtung zu reisen. Es geht auch in die andere Richtung, aber nicht gleichzeitig. Also nicht wie eine Autostraße. Es gibt auch keine Schienen, nur Straße, die dieses Objekt mit dem Zentrum der Stadt verbindet. Stalin habe es selbst getestet, meint Lukin. Unbemerkt kann sich der Kremlführer so vom Stadtzentrum aus in Sicherheit bringen. Wie das ausgesehen haben könnte, illustriert ein sowjetischer Spielfilm. Der Aufwand für Stalins Geheimgang ist immens gewesen. Noch tiefer als die unterirdische Infrastruktur der Hauptstadt gelegen, gräbt er sich sogar noch unter den Metroschächten und Bahnhöfen hindurch. Der Fluchtweg beginnt am Kreml und endet weit außerhalb der Stadt, vor dem Stadion von Ismailowo, direkt gegenüber dem Bunker unter den Tribünen. Ein unterirdischer Palast. Stalins Konzept war immer, schaffe militärische Stärke ohne viel Aufsehen. Alles musste streng geheim bleiben, unabhängig davon, was das für die staatliche Wirtschaft bedeutete. Vom Arbeitszimmer im Bunker aus soll Stalin im Angriffsfall die Verteidigung des Sowjetreiches koordinieren. Noch immer ist alles so arrangiert, als wäre der Diktator nur kurz fortgegangen.
Das Gefühl der Bedrohung ist damals allgegenwärtig. Die Sowjetunion ist ja entstanden nach dem Bürgerkrieg. Und der Bürgerkrieg hat es auch eine Intervention der Westmächte gegeben. Es blieb in der Sowjetunion die Vorstellung, grundsätzlich sind wir isoliert und grundsätzlich warten doch die kapitalistischen Länder nur auf die Gelegenheit, uns zu vernichten. Die Bestätigung dieses Bedrohungsgefühls erfolgt am 22. Juni 1941. Da beginnt das Unternehmen Barbarossa. Trotz eines Nicht-Angriffspaktes attackiert das Deutsche Reich die Sowjetunion. Die Rote Armee leistet anfangs nur schwachen Widerstand. Immer weiter rückt die deutsche Wehrmacht auf sowjetischem Territorium vor. Moskau wird im Spätsommer 1941 immer deutlicher zur Frontstadt. Stalin verbringt wegen der Gefahr durch die Deutschen eine Nacht im Bunker in Ismailowo. Dann kehrt er in die Stadt zurück. Auch dort gibt es mittlerweile Schutzeinrichtungen. Während der 30er Jahre wurden unter allen staatlichen Gebäuden Bunker angelegt. In jedem von ihnen konnte sich Josef Vissarionowitsch verstecken. Keiner wusste, wo er sich eigentlich aufhielt. Die Suche nach diesen Verstecken treibt bis heute auch die Digger-Szene an. Ihre Entdeckungen halten sie auf selbstgedrehten Filmen fest, die sie ins Internet stellen. Verbote und Sanktionen halten sie nicht auf. Mit allen Mitteln verschaffen sie sich Zugang zu den Geheimnissen des Machtapparates, auch zu den verlassenen Bunkern aus der Stalinzeit. Der war nicht so tief, nur etwa 40 Meter. Das war einer der ersten. Er liegt so etwa auf dem Level der Metro. Ja, dort gibt es Marmorwände und Treppen, so in der Art, wie man das so typisch in der Stalinzeit machte. Aber alles speziell für die Oberschicht. Stalin und die Parteispitze haben also für sich vorgesorgt. Ab Juli 1941 beginnen die deutschen Luftangriffe auf Moskau. In den Wäldern um die Stadt herum stehen Flakbatterien. Gebäude werden mit großem Aufwand getarnt. Die Moskauer Luftverteidigung ist stärker ausgebaut als die von Berlin und London zusammen. Die deutsche Luftwaffe fliegt zwar 12.000 Einsätze, aber nur ein kleiner Teil der Maschinen gelangt überhaupt über die Stadt. Millionen von Menschen müssen Schutz suchen. Die tiefen Metrostationen bewähren sich jetzt. Die Bevölkerung findet Zuflucht im Untergrund von Moskau. Die Bahnhöfe werden zu einem riesigen Zivilbunker. Metro-Experte Alexander Popow bewundert bis heute die geschickte Doppelnutzung. Bis zum Nachmittag wurden sie als Transportsystem genutzt. Nach 6 Uhr abends als Luftschutzbunker, wie alle Stationen. An der nächsten Station, Kurskaja, gab es sogar eine unterirdische Zweigstelle der staatlichen Bücherei. 5 Monate stürmen die Deutschen bereits auf Moskau. Da kommt am 6. November 1941, mitten im Krieg, Stalin zu einer Revolutionsfeier in die Metro. Jede Nacht attackieren die deutschen Bomber. Doch Stalin hat eine wichtige Botschaft. Deshalb hält er eine Rede im Metrobahnhof Majakowskaja. In seiner Ansprache zieht Stalin Bilanz. Das Resultat wird die Sowjetunion und den Rest der Welt in den kommenden Jahrzehnten entscheidend prägen. Im nächsten Jahr existiert die Sowjetunion 25 Jahre. Der Krieg hat unsere Entwicklung deutlich gebremst und in einigen Bereichen die Produktion ganz zum Erliegen gebracht. Der Krieg zwang uns, all unsere Tätigkeiten einem militärischen Nutzen unterzuordnen. Unser Land ist ein einziger Versorgungsbetrieb für die Front geworden, um der Roten Armee und der Marine zu dienen. Als Konsequenz kündigt er einen Strategiewechsel an, den er jedoch insgeheim schon längst vollzogen hat.
Die Zeit des friedvollen Aufbaus ist vorbei. Ministerien, Behörden und Industriebetriebe werden bereits seit Oktober 1941 aus Moskau evakuiert. Am 19. Oktober ruft Stalin den Belagerungszustand aus. Die Lage wird sich durch den russischen Winter bald gegen die Deutschen wenden, doch deren Luftwaffe fliegt weiterhin jede Nacht Angriffe. Die Einwohner beginnen, sich ihr Leben in den U-Bahnhöfen einzurichten. Während der Luftschutzphasen wurden 200 Kinder oder sogar einige mehr geboren. Um Punkt 6 Uhr abends wurde der U-Bahn-Betrieb eingestellt. Entlang der Wände waren Holzpaneele angebracht, die wurden dann zu den Gleisen heruntergelassen, um eine ebene Fläche zu erzeugen. Am nächsten Morgen zog man sie wieder hoch und der Transportbetrieb ging weiter. Bis heute ist der Krieg in der Metro präsent. Die Einwohner sollen nie vergessen, wie viele Menschen durch die tiefen Tunnel gerettet wurden. Im November 1941 waren die deutschen Luftangriffe deutlich weniger geworden. Trotz der starken eigenen Verluste glaubt man die Rote Armee am Ende. Aber am 5. Dezember 1941 beginnt deren Gegenoffensive. Seit Oktober hatten die Sowjets eine 500.000 zusätzliche sibirische Soldaten Richtung Moskau verlegt. Im Mai 1945 kapituliert Deutschland. Hitlers Unternehmen Barbarossa ist Geschichte. 2,7 Millionen deutsche Soldaten sind dafür gefallen und 13 Millionen sowjetische. Doch die Freude über den Frieden währt nur kurz. Durch die US-amerikanischen Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki fühlt sich die UdSSR in einer neuartigen Bedrohungslage. Der kapitalistische Feind hat die Karten neu gemischt. Der Kalte Krieg beginnt. Schutzräume in 40 Meter Tiefe sind im Nuklearzeitalter nicht mehr ausreichend. Weitaus tiefere, größere Bunkeranlagen für die sowjetische Führung müssen in den Untergrund gegraben werden, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Und so könnte der Ernstfall ausgesehen haben. Bunkerbesuch als Schockevent. Das ehemalige staatliche Objekt GO42 ist heute ebenfalls ein Museum. Hier wird deutlich, mit welchem Aufwand die Führung die Schutzanlagen bauen ließ. Diesen Bunker gibt Stalin 1949 in Auftrag. 1952 ist er mehr oder weniger fertig. Stalin hat aus früheren Anlagen gelernt und die neue nicht allzu weit vom Kreml entfernt bauen lassen. So tief wie noch nie gräbt sich die erfahrene Metrobaufirma Metrostoy in den Untergrund. Jetzt sind wir 65 Meter unter der Erde. Stellt euch vor, wir sind von allen Seiten von Metrotunneln umgeben. Direkt über uns verläuft eine U-Bahn-Linie. Wir werden sie auch oft hören. »2000 Beschäftigte«, weiß Museumsführer Maxim, »sollen hier auf 4 Etagen gearbeitet haben. Heute ist nur das tiefste Stockwerk zugänglich. 1,5 Zentimeter Stahl und eine dicke Betonwand sollen die Nukleargefahr bannen. Getestet wird diese Bauweise mit einer echten Atombombe. In verschiedenen Tiefen wurden in diesen Tunnelröhren, so wie dieser hier, Tiere platziert. Kälber, Kaninchen. Und dann wurde oberhalb auf einem 15 Meter hohen Turm eine der ersten sowjetischen Atombomben gezündet. Dann ist man hinuntergegangen, um nachzuschauen. Nur Tiere, die tiefer als 55 Meter positioniert waren, hatten überlebt. Alle Arbeiter an diesem Bunker mussten eine Geheimhaltungsklausel unterzeichnen. Zu Hause durften sie auch niemandem berichten, wo sie arbeiteten.
Wenn sie es doch taten und wenn sie verraten wurden, kamen sie ins Lager nach Sibirien. Der eigentliche Zweck des Bunkers offenbart sich in der ersten großen Röhre. Das Regierungsobjekt 42 ist eine Kommandozentrale. 3 Jahrzehnte lang werden von hier aus die strategischen Mittel- und Langstreckengeschwader befehligt. Zwischen 1950 und 1985 unterhalten Sowjetunion und USA große Luftwaffenverbände, um sofort den atomaren Vergeltungsschlag durchführen zu können. Bomberflotten kreisen ständig nahe der Grenze zum gegnerischen Luftraum und warten auf ihren Einsatzbefehl. Sowjetische Maschinen wie die Tupolev 95 tragen vor allem Nuklearwaffen, um bei einem Erstschlag der Amerikaner Ziele im Hinterland der USA ausschalten zu können. Gesteuert wird die tödliche Bedrohung aus dem Bunker 42 im Moskauer Untergrund. 65 Meter oberhalb, ahnungslose Stadtbewohner. Die Tarnung? Ein scheinbar normales Wohnhaus. Die Bunkeranlage liegt mitten in einem Wohngebiet. Die Anwohner wissen damals nichts von ihrer lebensbedrohlichen Nachbarschaft. Ich bin 1936 geboren. Als ich 2 war, zogen wir hierhin. Das war 1938. Da, wo jetzt der Bunker steht, war unser Fußballplatz. Wenn wir aus der Schule kamen, rannten wir überall rum. Aber keiner wusste, was die verdammt noch mal bauten. Wir wussten darüber gar nichts, obwohl wir Jungs überall hochkletterten. Unbemerkt von Zivilisten und ausländischen Geheimdiensten wird der Fußballplatz überbaut. Um die Tarnung perfekt zu machen, bemüht man sich um eine bürgerliche Wohnhausatmosphäre. Speziell ausgebildete Soldaten gingen abends den Flur entlang, machten das Licht an, zogen die Vorhänge zu, kümmerten sich um die Zimmerpflanzen, holten die Zeitungen rein, leerten den Briefkasten. Am Gebäude gab es ein Schild, Militärbibliothek, und sie machten all das, was man tatsächlich im Innern einer solchen Bücherei erwarten würde. Die Angestellten kommen unbemerkt durch lange Tunnel zur Arbeit. Und was war das? Nichts. Keiner hat sich gekümmert. Wozu Probleme machen? Es kam nichts im Radio, niemand schrieb darüber in der Zeitung. Also dachten wir, okay, daneben nicht. Ende Oktober 1962 steht die Welt vor einer Katastrophe. Der Dritte Weltkrieg droht. Die USA reagieren auf eine Provokation der Sowjetunion. Heimlich haben die Sowjets starke Truppenverbände und schwere Waffen nach Kuba verschifft, nur 165 Kilometer von den USA entfernt. Vor allem, dass Moskau atomare Mittelstreckenraketen in Stellung bringt, die sogar die US-Hauptstadt treffen können, macht die Lage gefährlich. Die US-Regierung droht mit Luftangriffen und einer Invasion der Karibikinsel. Der Bunker erlebt den Ernstfall. Während der Kuba-Krise wurde er in den Kampfzustand versetzt. Alle Türen wurden geschlossen. Niemand konnte hinein oder hinaus. Alle warteten auf ein spezielles Codewort vom Kreml. Ich glaube, das Wort war Taifun. Wenn es gekommen wäre, wären die Truppen in Kuba und die Langstreckenbomber alarmiert worden. Von diesem Bunker aus wäre das Kommando für den Dritten Weltkrieg gegeben worden. 13 Tage dauert die Krise. Dann geben die Sowjets nach. Beide Weltmächte entwickeln ihre Waffen danach weiter. Bombergeschwader werden durch Raketen ersetzt. Das Regierungsobjekt 42 aber bleibt zentraler Teil der sowjetischen Kommandostruktur. Ähnlich wie in diesem Propagandafilm der Armee muss es hier bis 1985 ausgesehen haben.
Das Signal zum Nuklearangriff, das ehemals tödliche Schreckgespenst, ist heute zum beliebten Touristenspektakel geworden. Museumsführer Maxim sorgt in seiner Uniform aus Sowjetzeiten für die passende Atmosphäre. 3 Jahre hat er als Offizier in einem ähnlichen Objekt Dienst getan. Als letzte Aktion musst du diesen Knopf drücken und den Bestätigungsschlüssel drehen. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Ein kleiner Dreh, der verheerende Folgen gehabt hätte. Moderne Atombomben sind heute stärker. Sie haben bis zu 1,5 Megatonnen Sprengkraft. Bunker wie dieser würden trotzdem noch standhalten, solange die Bombe mindestens 500 Meter entfernt gezündet würde. Bunker 42 ist seit 2007 als Museum des Kalten Krieges zugänglich. In der Nähe eine Metrostation. Es gibt sogar eine unterirdische Verbindung. Als der geheime Kommandobunker Anfang der 50er Jahre durch die Metrobaugesellschaft erstellt wird, entsorgt man den Aushub dezent durch die Metrotunnel. Ähnlichkeiten in der Konstruktionsweise von U-Bahn und Bunker sind noch heute, trotz Disco-Dekoration, deutlich erkennbar. Metrobau und Bunkerbau sind schon sehr früh miteinander gekoppelt. Ich bin auf einzelne Quellen gestoßen, die früheste aus dem Dezember 1933, wo nebenbei in den Akten die Rede ist, dass beim Bau der Station Chistye Prudy für die damit verbundenen militärischen Bunkeranlagen, dass da Komplikationen entstanden sind. Im Moskauer Untergrund müssen also 2 Parallelwelten vereinigt werden, trotz geologischer Schwierigkeiten. Der Untergrund Moskaus war ein erhebliches Problem während des Baus, weil Moskau teilweise auf instabilen geologischen Grund steht. Es gibt Schichten mit sogenannten Treibsand. Es gibt jede Menge an zugeschütteten Bächen und Flüssen. Und die wurden natürlich beim Bau der Metro zum Teil angeschnitten. Zwar steht Moskau auf Schwemmland, durch das knapp 200 Wasserläufe führen, aber bis auf die Moskwa sind alle unsichtbar. Schon 150 Jahre zuvor beginnt man, sie unter die Erde zu verlegen. Unterhalb der Kremlmauer mündet der älteste dieser kanalisierten Flüsse durch ein Gitter in die Moskwa, die Neklinka. Einige Hobbyforscher haben sich auf die Erkundung dieser Flusssysteme spezialisiert. Einer von ihnen ist Viktor Lonin. Fast sein ganzes Leben schon erkundet er den Untergrund. Über 7 Kilometer Länge kann man fast unter ganz Moskau unterirdisch lang gehen, wenn man in diesem Flussbett bleibt. Man kann aber auch vorher hochkommen und steht dann mitten im Kreml oder am Theaterplatz. Viktor produziert von seinen Erkundungen Filme für seinen Internetkanal Underworld. Ich begrüße euch, liebe Zuschauer, beim Kanal Underworld und seinem Moderator, dem Steppenwolf. Für seine Zuschauer begibt er sich in Gefahr. Er kundet auf eigene Faust halb zerfallene Schächte und von der Stadt abgeschlossene Flussläufe. Viktor mag diese geheime Welt und möchte sie beschützen. Auch wenn sie sich nicht immer von der saubersten Seite präsentiert. Nach dem Kollaps des Sowjetsystems wurden auch viele unterirdische Anlagen mutwillig durch Vandalismus oder Metalldiebe zerstört. Oder Leute sind einfach irgendwo reingeklettert und haben dann Feuer gemacht. So haben sie vieles ruiniert aus dieser Zeit. Das unterirdische Flussbett der Neklinka wurde im 19. Jahrhundert gemauert und gehört zu den schönsten Kanälen Moskaus. Viktor treibt die Lust, etwas Neues zu entdecken. Seine Zuschauer lässt er an allem teilhaben und schreckt auch vor Verbotenem nicht zurück. Всем привет, уважаемые
Hallo, hier ist euer Kanal Underworld und euer Moderator Steppenwolf. Wir sind im Moment in einem sehr gut erhaltenen Bunker. Viktor präsentiert auch Beweise für die Nutzung der Anlage. Hier sind Ammoniak für die Filter der Gasmasken und das berüchtigte Erste-Hilfe-Set des Militärs. Und hier ein interessantes Plakat, auf dem alle Orden aufgelistet sind, die für verschiedene Verdienste in der Sowjetunion verliehen wurden. Viktor nimmt dort nichts mit. Er verändert kein Detail. Ihn berührt die eingefrorene Zeit. Warum hält man Anlagen wie diese bis heute geheim? Offizielle Auskünfte seitens der Regierung gibt es nicht. Ich vermute, dass diese Bunkeranlagen unterhalb von Moskau in den Hoheitsbereich militärischer Stellen gehören und nicht in den Hoheitsbereich der Stadt Moskau, der Stadtverwaltung, und dass von daher andere Spielregeln gelten. Das russische Militär ist nicht transparent und hat auch kein Interesse an Öffentlichkeit seiner Einrichtungen. Man weiß ja auch nicht, was sich in diesen Anlagen befindet. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich auch der ehemalige Klassenfeind, das US-Verteidigungsministerium, ein eigenes Bild über den Moskauer Untergrund zusammengestellt. 1991 veröffentlicht das Pentagon die Stellungnahme „Militär im Umbruch“. In diesem Dossier haben die Amerikaner nicht nur ihre Erkenntnisse über das sowjetische Waffenarsenal zusammengestellt, dort werden auch große unterirdische Bunkeranlagen gezeigt. Und der Verlauf inoffizieller Metrolinien, die angeblich ausschließlich militärisch genutzt werden. Hinweise darauf gibt es auch von Nutzern der Moskauer U-Bahn. Seit dem Ende der Sowjetunion berichten sie immer wieder von Gleisen, die in den Tunneln mit unbekanntem Ziel abzweigen. Und von Fahrzeugen, die in der normalen Metro nicht verkehren. Wer sind ihre Fahrer? Wer die Fahrgäste? Ein offizielles Statement gibt es nicht. Was ist, wenn es ein zweites, militärisches Liniennetz, die sogenannte Metro 2, gäbe? Wie müsste sie aussehen? Einige wenige Hinweise und viele Spekulationen ergeben folgendes Bild. Gleise und Untergrund der Metro 2 bilden eine durchgehende Fläche. Damit sind die Tunnel auch für Kraftfahrzeuge nutzbar. Die übliche seitliche Stromschiene entfällt, da alle Züge der geheimen U-Bahn angeblich mit Batterien fahren. Im Internet brodelt die anonyme Gerüchteküche über die Metro 2 seit Jahren, gespickt mit fragwürdigen Beweisfotos. Bis Juri Zaitsev auftaucht, ein Nutzer, der im Unterschied zu allen anderen seinen Namen auf der Webseite kenntlich macht. Seine Artikel zeugen von detaillierten Kenntnissen, die eigentlich nur von einem Insider stammen können. Juri Zaitsev stellt eigene Bilder ins Netz, die erstmals plausible Hinweise auf die Existenz eines militärischen Liniennetzes liefern. Die Betriebsanlagen unterscheiden sich deutlich von der öffentlichen Metro. Sie sind sowohl für Züge als auch für Kraftfahrzeuge ausgelegt und vor allem auch bei Stromausfall einsatzbereit. Auch Viktor, der Experte für die unterirdischen Wasserläufe von Moskau, hält eine zweite Metrolinie für möglich. Ich würde sagen, sie existiert. Es ist logisch, dass ein Staat, der sich um seine Bürger kümmert und Angst vor einem Angriff auf seine Bevölkerung und die Regierung hat, sich schützen muss. Und er muss natürlich in der Lage sein, die führenden Personen des Staates schnell von einem Ort zum anderen zu transportieren. So etwas muss einfach existieren. Da
Da es keine offiziellen Stellungnahmen gibt, bleibt vieles im Spekulativen. Dabei könnte man eigentlich stolz sein auf die historische Leistung der Ingenieure der staatlichen Metrobaugesellschaft. Doch das Versteckspiel geht weiter. Und die Öffentlichkeit muss sich mit zweideutigen Hinweisen zufrieden geben. Es gab ein hervorragendes Interview mit dem ehemaligen Direktor der Metro. Er wurde da auch zur Metro 2 und solchen Sachen befragt. Er sagte, es würde mich wundern, wenn es so etwas nicht geben würde. Stellungnahmen der Metro-Gesellschaft versuchen meist, die Auffälligkeiten im Untergrund zu verharmlosen. Aber manchmal sind sie so eklatant, dass auch die Wissenschaft ihre Schlüsse zieht. Es ist ein System von eigenständigen Linien, die alle im Kreml ihr Zentrum haben. Eine dieser ursprünglich geheimen Linien ist seit den 50er Jahren nicht mehr geheim. Die wurde integriert in das Metrosystem. Das ist eine Linie unter dem Arbat. Die hatte Stalin bauen lassen, um vom Kreml zu seiner Datscha am Stadtrand Moskaus zu kommen. Deswegen hat man heute diese merkwürdige Doppelung. Das Schweigen von offizieller Seite ist auch Nährboden der aktiven Digger-Szene, die den Moskauer Untergrund verbotenerweise auf eigene Faust erforscht. Zu ihren Spielregeln gehört auch eine offensive Selbstdarstellung. Die Digger wetteifern im Internet um die provokantesten Aktionen. Die Mitglieder der Gruppe NBC gehören dazu. Auch wenn sie kein Problem damit haben, ihre illegalen Tunnelaktivitäten ins Netz zu stellen, sozieren sie sich, wenn es um konkrete Aussagen zur Metro 2 geht. Die Metro 2 ist mehr ein Mythos als die Wirklichkeit. Was auch immer im Netz darüber geschrieben wird, sind alles Märchen. Sagen wir mal, wir hätten es gesehen. Dann würde ich vermutlich sagen, in Wirklichkeit sieht es vollkommen anders aus. Die geheime U-Bahn interessiert ihn eigentlich nicht. Weitaus attraktiver sind für ihn die unterirdischen Gebäude, die sie verbindet. Sie sind der Abenteuerspielplatz seiner Clique, die den Nervenkitzel sucht und das System dabei herausfordert. Auf Plattformen wie Instagram präsentieren sie ihre Erkundungstouren. Je frecher, umso besser. Die meisten der entdeckten Anlagen stammen aus der Zeit des Kalten Krieges. Sie werden heute nicht mehr genutzt. Es sind verlassene Orte. Die Atmosphäre macht das sofort klar. Das ist ganz sicher. Da war niemand seit langer Zeit. Man spürt es sofort, wenn die Anlagen noch in Betrieb sind. Da gibt es dann Alarmanlagen und natürlich Sicherheitsleute. An der Stadtgrenze von Moskau entdecken die jungen Leute einen Betontunnel, kreisförmig angelegt. Dort brennen sie Fackeln ab, zünden Feuerwerkskörper und stellen die bunten Fotos online. Später erfahren sie, dass es sich um die Baustelle eines riesigen Forschungsobjektes handelt, den UNK-Teilchenbeschleuniger. 1983 vom sowjetischen Institut für Hochenergie begonnen, niemals fertiggestellt. Es ist alles vergammelt und kaputt. Es ist sehr traurig. Schade, dass diese gigantischen Konstruktionen alle jetzt zu nichts mehr gut sind. Durch ihre illegalen Expeditionen haben die Digger auch einen Weg gefunden, um die Geschichte ihres eigenen Landes für sich zu entdecken. Weil in der offiziellen Historie die Unterwelt von Moskau tabu ist, wollen sie Licht ins Dunkel bringen. Dort unten zeigt sich, ihrer Meinung nach, die vergangene Größe der einstigen Weltmacht. Wir sind stolz auf die Sowjetunion. Das war tatsächlich eine große Macht. Vorstellbar auch, dass diese Macht noch sehr viel Größeres im Untergrund etabliert haben könnte.
Es soll sogar eine komplette unterirdische Stadt geben. Spekulationen gehen von einer komplexen Bunkeranlage aus, die 20.000 Menschen beherbergen und nach einem Atomschlag mehrere Monate lang versorgen können soll. Herzstück: eine Kommandozentrale. Hier wäre die Führungselite des Staates mit allen wichtigen Ministerien versammelt und könnte die Regierungsarbeit aus dem Untergrund fortführen. Technisch soll die Anlage so ausgerüstet sein, dass eine reibungslose Kommunikation mit der Außenwelt gewährleistet ist. Hinweise auf eine solche geheime unterirdische Stadt gibt erstmals der enttarnte KGB-Spion Oleg Gordievsky 2001 in der Zeitung Argumenti i Fakti. Das größte Geheimnis des KGB ist bis heute noch nicht enthüllt worden. Eine riesige Untergrundstadt, ein ganzes Netzwerk irgendwelcher Einrichtungen. Aber sie werden es euch nicht zeigen, niemals. Dieses Gerücht bestätigt auch der Direktor des Stalin-Museums, Wladimir Lukin, ein Kenner der Moskauer Bunkeranlagen. Nicht nur einige Bunker wurden gebaut, ganze Städte mit einer kompletten Infrastruktur, die nicht nur für die ersten 20, 30 Minuten eines Luftangriffs Sicherheit gewährleisten kann, sondern gleich für mehrere Jahre. So was wurde alles gebaut. Ich war selbst über die Größe erstaunt. Ich werde nicht sagen, wo genau das war, aber ich war drin in solchen unterirdischen Einrichtungen. Wo im Moskauer Untergrund hätte man so eine Bunkeranlage bauen können? Dort, wo Tausende von Menschen schnell hingelangen und wo man bei Stromausfall trotzdem weiterkommt. Die normale Metro kommt dafür nicht in Frage. Nimmt man die im Internet kursierenden Pläne der geheimen Metro 2, gelangt man zu einem Punkt im Südwesten der Stadt, den alle Linien der Metro 2 ansteuern. Der Bezirk Ramenki. Dort erhebt sich der Turm der gigantischen Lomonossow-Universität. Ein riesiges Gebäude aus den 50er Jahren, dessen Baugrube gewaltig gewesen sein muss. In der Nähe befindet sich ein Garagenhof. Die Adresse Ramenki 43. Die beiden Autoschrauber wissen, dass diese Umgebung etwas Besonderes ist. Hier um die Ecke soll sich irgendein geheimes Objekt befinden, verrät schließlich einer. Auf jeden Fall. Früher war es da hinten, ich weiß nicht mehr so genau. Der Eingang ist irgendwo da drüben. Deshalb sind hier die Garagen und können auch hier bleiben. Vieles kam bislang ans Tageslicht, das geheim war. Jetzt sind alle Geheimnisse doch schon gefunden und ausgeplaudert. Der Moskauer Rentner berichtet, er sei früher selbst beim Geheimdienst KGB gewesen, wie übrigens alle hier. Das erklärt sicher auch, weshalb seine Auskunft so im Ungefähren bleibt. In der Nähe des Garagenhofes eine unscheinbare Einfahrt mit einem hochgesicherten Tor. Ein inoffizieller Zugang zum Riesenbunker? Ein Notausgang? Genaues ist von niemandem zu erfahren. Geheimhaltung ist tatsächlich, würde ich so sagen, eine Manie der Sowjetunion gewesen. Und grundsätzlich wurde natürlich alles, was irgendwie mit Landesverteidigung, mit Militär, mit nationaler Sicherheit zu tun hatte, als geheim eingestuft und ist es zum Teil heute noch. Die Macht des russischen Staates bekommt jeder zu spüren, der seinen Geheimnissen zu nahe kommt. Egal mit welchem Ziel. Gericht klagt Digger an. Sie wurden von der Polizei gefasst, als sie in ein unterirdisches Bauwerk des Staates eindrangen. Es handelt sich um 6 Personen. Einer ist noch minderjährig. Nach § 283 des russischen Strafgesetzes drohen ihnen Freiheitsstrafen zwischen 3 und 7 Jahren. Im März 2016 wird dieser Digger-Gruppe der Prozess gemacht.
Medienpräsenz ist erwünscht. Als Geheimdienst und Polizei zugreifen und ein Exempel statuieren. Das Ziel ist Abschreckung. FSB, ja. Der Geheimdienst FSB macht oft diese Verhaftungen. Wenn du einmal in das Metrosystem eingestiegen bist, behandeln sie dich als Feind des Staates, als Systemgegner. Und der Staat versucht dir dein Leben zu versauen. Du kannst einen guten Job vergessen, kannst nicht mehr studieren. Möglicherweise gibt es selbst bei der Erforschung des Moskauer Untergrunds eine feine Grenze. Wo sie verläuft, steht nirgends. Wer sie nicht überschreitet, dem geschieht nichts. Viktor scheint vorsichtig genug zu sein. Für seine neueste Entdeckung, eine 100 Jahre alte Brauerei aus der Zarenzeit, droht wohl keine Strafe, bis der Staat die Grenze neu definiert. Die Geheimhaltung rund um die Gerüchte kann durchaus eine Ablenkungsfunktion haben oder auch die Funktion, den Menschen zu suggerieren, ihr wisst nicht alles. Und der Respekt steigt durchaus, wenn man dem Staat alles Mögliche zutrauen kann und nicht genau weiß, was denn wo möglich oder vorhanden ist. Und dieser Respekt steigt umso mehr, wenn es sich um so etwas Ungeheures wie eine komplette geheime Stadt in der Unterwelt handelt. Ob sie existiert, wird sich vielleicht nie aufklären lassen. Manchmal kommt man in so einen Bunker, der noch mit allem ausgerüstet ist und auch noch vollständig zu funktionieren scheint. Unglaublich. Ich denke, die Möglichkeiten, etwas über die Geschichte des Moskauer Untergrunds zu erfahren und neue Orte da unten zu finden, sind noch lange nicht ausgeschöpft.